Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog und heute aus Warschau. Ja, ich bin in Warschau ein bisschen unterwegs und dachte mir, ich vlog ein bisschen und mal schauen, wie dieser Vlog wird und was wir so erleben. Ja, lasst euch überraschen. Ja, ich gehe jetzt hier ein bisschen am Wasser lang in Warschau. Ein bisschen genießen, ein bisschen Wetter genießen und spannen ein bisschen. Ja, und da nehme ich euch dann mal ein bisschen mit und zeige euch noch weiter, was ich so schön mache. Ich bin am überlegen, was ich mache. Hier stehen überall so kleine E-Scooter, die jetzt auch bald in Deutschland geben soll, hoffentlich. Und ich bin am überlegen, ob ich mir so ein Ding miete und einfach mit einem E-Scooter hier lang fahre. Das ist doch geiler, als nur hier so herumzulaufen. Mal schauen, ich will das zum Überraschen. So, ich habe mir jetzt hier mal so einen E-Scooter ausgeborgt. Ich glaube, so wie ich mache, sollte man es nicht machen. Aber naja, ist schon geil, die Dinger. Man kann die nutzen. Ich bin jetzt mal ein Stück gefahren. Ich habe hier die App drin und dachte mir, ich mache mal dazu, wie gesagt, ein ganz kleines Video. Bin insgesamt 7, also guten Kilometer, über einen Kilometer weit gefahren, also 1 Kilometer gefahren. Und das Krasse ist, die App, ihr seht es gerade wahrscheinlich nicht, weil du kannst alles einsehen, du kannst alles machen. Nur ich habe jetzt die Fahrt pausiert, man kann pausieren, man kann gucken, man kann selber hier schauen, Wallet, wie viel Guthaben hat man und. Ja, Promo kurz, man kann auch Freunde einladen. Ich packe euch mal meinen Code dann unten rein. Wie gesagt, um Freunde einzuladen. Und ja, richtig cool. Ich sage, ach ja, ich wollte euch mal zeigen, ausführlich, was wo ist. Deswegen mache ich ein kleines Video jetzt zu diesem Ding im Schatten und dann fahre ich weiter. So, nachdem ich jetzt heute das erste Mal so ein E-Scooter gefahren bin, ich habe mal jetzt getestet so ein bisschen und bin mal ein bisschen mehr rumgerast jetzt ein bisschen. Also gerast kann man fast sagen, weil ich hatte mal geschaut, also im Schnitt waren es immer 27 Stundenkilometer hatte gehalten. Aber ab und zu ist er auch mal auf 28 hoch. Also 28 Stundenkilometer ist schon ordentlich, was da geht bei so einem E-Scooter. Aber naja, mal gucken, vielleicht nutze ich es nochmal. Ich habe ja noch Restguthaben. Aufgeladen, mal schauen. Jetzt werden wir ein bisschen mit U-Bahn fahren. Ich werde mir jetzt langsam was zum Mittagessen suchen. So in 1-2 Stunden war so langsam, wenn ich Mittagessen habe, habe ich jetzt vorgestellt. Und ja, das machen wir jetzt so. Und da fahren wir jetzt mit der U-Bahn. Oder so ähnlich. Hoffe ich mal. U-Bahn, ja. Das ist Underground Metro.
Ja, ich bin jetzt immer noch ein bisschen unterwegs. Ich schaue mir gerade hier so ein bisschen das Bankenviertel, kann man fast dazu sagen, an. Und ja, ein paar hübsche Aufnahmen gemacht, ja. Und ein bisschen mit dem E-Scooter hergefahren. Ist schon cool. Mal weitergehen. Mittlerweile denke ich, es wird kein typischer Vlog, sondern mal was ganz anderes. So ein bisschen hin und her, mal so, ein bisschen labern, ein bisschen zeigen. Ja, einfach mal ein bisschen anders als sonst die Vlogs. Ich hoffe, euch gefällt es soweit, aber ja, wir haben es mitten am Nachmittag. Ich habe noch nicht Mittag gegessen, also 12.12 Uhr haben wir es aktuell. Also werde ich mir langsam was Mittag so. Ich gehe jetzt ins Neonmuseum Warschau. Da werden zum Beispiel, sieht man hier draußen schon, so eine alten Werbebanner und alles ausgestellt. Würde ich mal anschauen, gucken wie es ist. Und ich nehme euch mit, wenn ich euch mitnehmen kann. Ich bin jetzt mit dem Roller schnell in die Altstadt gefahren, war nur 4,7 Kilometer. Ich dachte mir so, okay, kann man machen, aber man muss dazu sagen, ich war natürlich schneller durch als die Bahn sogar, als geplant. Wie gesagt, ich habe reingeguckt in der App bei Google Maps, da wurde mir vorgeschlagen, von Kosten her natürlich wäre die Bahn wieder günstiger gewesen. Ich habe eine Tageskarte auch für die Bahn, die nutze ich natürlich auch sehr fleißig heute, aber ich dachte mir so, man muss ja beide Verkehrsmittel ansehen und auch verwenden, und so mache ich es auch. Jetzt bin ich ein bisschen alt schon unterwegs. Wir sind im Warschau angekommen. Ich habe jetzt ein Hotel eingeschickt, also Hotel, mal so ein Zimmer. Ist eher wie so Airbnb. Aber naja, ist nicht so besonders. Aber naja, kann man aushalten, ist ja eh nur zum Schlafen. Und jetzt suche ich mir noch gemütlich, wo man den Abend ausklingen lassen kann. Ein bisschen auf die Straßen achten. Ja, mal schauen. Also ich glaube, ich bin hier ohne Google Maps aufgeschmissen. So ein bisschen, meine Ortskenntnisse sind null. Praktisch. Und jetzt schaue ich mal, wo ich jetzt möglich noch den Abend ausklingen lassen kann. Bis dann, ciao. Ja, willkommen aus Warschau mal wieder, und ja, ich kann euch schon verraten, wir kommen langsam zum Ende des Vlogs, aber naja, ist noch ein bisschen was am Videomaterial da. Ich bin gerade am Warschauer Zentralbahnhof, der ist so hier unter uns so, unterirdisch ein bisschen, aber da vorne ist der Hauptgebäude, und da gehe ich jetzt hier noch so ein bisschen herum in Warschau. Thank you.
Ja, das war dieses kleine Vlog von Warschau. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da. Ich habe echt schon lange nicht mehr gevloggt. Ich bin gerade am Videoschneiden. Ich bin fast fertig. Jetzt mache ich jetzt gerade nur noch die Endcard. Und wow, es ist wirklich, wenn du lange kein Video mehr gemacht hast, ist wirklich anstrengend, wieder ein Video zu schneiden und alles fertig zu machen. Oh, ich bin so durch. Naja, freut euch in der nächsten Zeit auf mehr Videos. Ich probiere jetzt alle 2 Wochen mal ein Video zu machen. Schreibt mir in den Kommentaren, ob euch gefällt, wenn alle 2 Wochen mal ein Video kommt. Ja, gucken wir mal. Bis dann, ciao.